Ja, einen schönen guten Nachmittag am Vorabend des dritten Advent hier in St. Michael in Goldkronach zu einer Veranstaltung besonderer Art. Viele von Ihnen kennen den Schriftsteller Ottfried Preußler vor allem als Kinderbuchautor. Krabat, der Räuber Hotzenplotz, das kleine Gespenst, die kleine Hexe. Aber das Stück von Ottfried Preußler, aus dem heute gelesen wird, ist ein besonderes Stück. Als ich es das erste Mal gelesen habe, ist in mir sofort der Wunsch aufgekommen, dieses Stück einmal durch eine Lesung mit musikalischer Umrahmung auch ein wenig lebendig interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer zu Gehör zu bringen. Und ich bin sehr dankbar, dass wir diese Lesung aus dem Stück Die Flucht nach Ägypten, königlich-böhmischer Teil von Ottfried Preußler, hier in St. Michael in Goldkronach durchführen können. Lieber Pater Georg Waldschuch, lieber Herr Schütz, liebe Ina Deinlein, herzlichen Dank. Diese Lesung reiht sich ja in verschiedene kulturelle Höhepunkte des 50-jährigen Weihejubiläums der St. Michael-Kirche hier in Goldkronach ein. Jetzt werde ich Ihnen noch einmal, bevor es dann losgeht, den genauen Titel des Buches vorlesen. Wenn Sie den Titel hören, dann können Sie auch schon ein wenig erahnen, was Sie erwartet. Die Flucht nach Ägypten, königlich-böhmischer Teil, das ist wahrhaftige und genaue Beschreibung sämtlicher Vorfälle, Zufälle und Ereignisse, wie auch mehrerer Wunder, welche sich damals beim Durchzug der bethlehemitischen Wandersleute im Königreich Böhmen begeben haben. Teils Amts-, teils Zivilpersonen betreffend, sowie auch Tiere. Geschätzten Zuhörer zur erbaulichen Unterhaltung vorgelegt durch Herrn Ottfried Preußler aus Reichenberg in Böhmen, heute in Auszügen vorgetragen von Wolfgang Stehr mit musikalischer Umrahmung durch das Duo Bojans. Viel Vergnügen. Der Weg von Bethlehem nach Ägypten muss damals in jenen heiligen Zeiten durchs Königreich Böhmen geführt haben, quer durch den nördlichen Teil des Landes, bei Schluckenau etwa herein in das böhmische Niederland, dann weiter im Vorland des Isar- und Riesengebirges, durch vorwiegend ärmliche, meist von Glasmachern, Leinewebern und kleinen Häuselleuten bevölkerte Gegenden, bis in die Nähe von Trautenau und zuletzt auf der alten Zollstraße ins Schlesische, wo es dann nach Ägypten hinüber nicht allzu weit mehr gewesen ist. Das wird zwar geschätzter Zuhörer schwerlich sich vorstellen können, wenn man die heutigen Landkarten sich vor Augen hält. Nur, die heutigen Landkarten sind eben damals noch nicht im Gebrauch gewesen. Das ist das eine. Auch möchte es immerhin ja der Fall sein können, dass sich die Straßen und Reisewege zwischen den biblischen Örtlichkeiten seither verschoben haben. Das ist das andere. Drittens jedoch und hauptsächlich wird man sich aber fragen müssen, wie denn der heilige Josef seinerzeit auf der Flucht überhaupt mit dem lieben Jesulein und der Mutter Gottes hätte im Königreich Böhmen durchkommen können, wenn vormals der Weg von Bethlehem nach Ägypten nicht in der oben beschriebenen Weise verlaufen wäre. Und durchgekommen im Königreich Böhmen, das sind sie ganz ohne Zweifel, nämlich es fehlt nicht an Zeugen, die das bekundet haben, darunter auch meine beiden Großmütter. Zunächst aber wollen wir die Geschichte dort anfangen lassen, wo sie begonnen hat, nämlich im Stall von Bethlehem, und zwar in der Nacht, die dem Tag gefolgt ist, an welchem die heiligen drei Könige aus dem Morgenland dem lieben Jesulein ihre Gaben dargebracht haben. Der Tag ist also vorbei und im Stall von Bethlehem ist es wieder still gewesen nach all dem Trubel. Man hat in der Finsternis nur das Schnarchen vom heiligen Josef gehört.
Aber das Jesulein in der Krippe hat sich von ihm nicht stören lassen. Das hätten 12 heilige Josefe miteinander nicht wachgeschnarcht. Und so haben weder das liebe Jesulein noch die Mutter Gottes gemerkt, wie um Mitternacht jemand zum heiligen Josef kommt, ihm die Hand auf die Schulter legt und ihn dreimal bei seinem Namen ruft. Zuerst hat der heilige Josef gedacht, es wird halt der Mutter Gottes wieder einmal zu laut geschnarcht haben. Wie er nun aber aufblickt, steht da an seinem Lager der Erzengel Gabriel, groß und leuchtend. Da ist er nicht schlecht erschrocken, der gute Mann. Rasch ist er aufgesprungen vom Stroh und hat einen Zipfel von seinem Mantel sich vor die Augen gehalten, damit ihn das himmlische Licht nicht blendet. Der Esel indessen beschnuppert den Erzengel ohne Scheu und jener streichelt ihm mit der linken die Kruppe und klopft ihm den grauen Hals. Die rechte hingegen hält er zum Himmel emporgereckt, was die Vorschrift in solchen Fällen ihm abverlangt, wenn er mit einer Botschaft herniederkommt zu den Menschen, wie er in dieser Nacht auch dem heiligen Josef eine zu übermitteln hat. Nämlich, es hat sich vom dreimal vermaledeiten Luzifer, ist ihm das eingeblasen, der König Herodes und seiner pechschwarzen Rabenseele dazu entschlossen, dass man das liebe Jesulein umbringen lassen muss. Der Mordbefehl ist ergangen, die Büchsen sind schon geladen, die Säbel gewetzt. Es sollen aus Galiläa bereits 2 Schwadronen Dragoner sich auf dem Ritt befinden nach Bethlehem und aus Jericho sind die berüchtigten 6er-Schützen im Anmarsch, sodass unter gar keinen Umständen ihnen das liebe Jesulein in die Hände geraten darf, sondern man muss es in Sicherheit bringen, und zwar ins Ausland. Mit anderen Worten, der heilige Josef soll rasch ein paar Sachen zusammenpacken für die Familie, dann soll er den Esel satteln und mit dem lieben Jesulein und der Mutter Gottes die Flucht nach Ägypten antreten, wie es geschrieben steht. Der heilige Josef hat vor Entsetzen die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen bei dieser Nachricht. Und selbstverständlich muss man das liebe Jesulein vor dem König Herodes und den Soldaten retten, sagt er. Zugleich aber kommen ihm Zweifel, ob er den Weg nach Ägypten denn überhaupt finden wird. Und wenn ja, so erhebt sich die Frage, wie man sich dort mit den Leuten verständigen soll, wo doch weder die Mutter Gottes noch er eine Silbe Ägyptisch können. Nicht etwa, dass er sich dem Geheiß des Erzengels widersetzen möchte, der heilige Josef, das täte er sich nie getrauen, aber es ist eben eine ungemein schwierige Sache, mit der man ihn da betraut hat. Gewiss, hat der Erzengel Gabriel ihm geantwortet, einfach ist diese Aufgabe bestimmt nicht. Und so hat er sich beim höchsten Thron extra danach erkundigt, ob es vielleicht ihm gestattet sein möchte, dass er, der Erzengel Gabriel, auf der Flucht nach Ägypten sichtbar vor ihnen hergeht, damit sie den Weg nicht verfehlen und er sie notfalls vor Dieben, Räubern und sonstiger unbilder Reise beschützen kann. Er hat aber leider Gottes kein Gehör gefunden mit seinem Vorschlag, sondern es ist ihm bedeutet worden, ein solches Geleit sei im göttlichen Ratschluss nicht vorgesehen, wie übrigens in der Bibel auch nicht, weshalb es gefälligst zu unterbleiben habe. Das Einzige, was man ihm schließlich zugestanden hat, ist, sagen wir, eine kleine Begünstigung, nämlich, dass sie der Erzengel insgeheim nach Ägypten geleiten wird, in der Gestalt ihres Esels, den sie ja ohnehin mitnehmen auf die Flucht. Und so wird das nicht weiter auffallen. Thank you.
Applaus